Ich studiere hier in St. Pölten an der New Design University Innenarchitektur und das gerade im 5. Semester. Das heißt, ich stecke gerade mitten im Bachelor. Ich komme ursprünglich aus Deutschland und habe mich für die NDU entschieden, dadurch, dass ich einfach vorher schon im Ausland gearbeitet habe, Connections geknüpft habe, meinen Freund kennengelernt habe und wir haben uns beide einfach gemeinsam für Österreich als nächsten Standort entschieden und haben beide hier gearbeitet und ich habe mich dann auch dazu entschieden, hier auch studieren zu wollen. Ich habe mich für das Studium Innenarchitektur entschieden, einfach weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass ich ein sehr kreativer Mensch bin und ich einfach mit kreativen Lösungen den Menschen helfen möchte, stilvoller wieder zu wohnen. Wir sind sehr praxisbezogen, wir haben immer wieder Semester, wo ein Projekt stattfindet, was wirklich in der Realität so besteht oder es ist ein Gebäude, was wirklich in der Realität besteht, welches wir umfunktionieren. Das heißt, man hat einen sehr starken Realitätsbezug. Wir werden wirklich von einem Architekten, Innenarchitekten oder Ähnliches unterrichtet, der uns wirklich etwa über das reale Leben in diesem Beruf erzählen kann und das macht das Studium wirklich sehr interessant. Wir haben hier zum Beispiel einerseits, was man im Hintergrund sieht, unser Großraumstudio. Da treffen sich alle Studiengänge, man arbeitet gemeinsam an Projekten oder auch mal alleine, mal setzt man die Kopfhörer rein, mal unterhält man sich mit seinen Kollegen. Es gibt aber auch einige kleinere Räume, auch Computerräume, wo man dann mal ganz zentriert an seinem Projekt arbeiten kann. Ich schreibe gerade meine theoretische Bachelorarbeit und da geht es darum, ein Thema zu finden, worüber man schreiben möchte, was einen interessiert und ich habe mich dafür für Selbstständigkeit entschieden, wo halt Unternehmensgründung, Unternehmensführung und all solche Geschichten dazu zählt. Unter anderem analysiere und ausformuliere ich auch meine eigene Unternehmensidee, einfach weil ich mir für die Zukunft wünsche, dass ich mit dieser, nenne ich es mal, theoretischen Vorbereitung die Möglichkeit habe, auch in einigen Jahren mit meinem Unternehmen selbstständig zu starten.